Chance geben, im Bereich ihrer Beziehungen und geschäftlichen Partnerschaften Neuanfänge zu tun. Emotional könnten sie sich für die Eheschließung entscheiden oder eine geschäftliche Partnerschaft abschließen. Probleme in vorhandenen Beziehungen werden sie einfacher lösen können und sich diesbezüglich von Professionellen beraten lassen. Es ist Tag des Mars. Der im Zeichen Steinbock fortschreitende Mond wird sich am Morgen und Nachmittag im Leerraum befinden. Ernsthafte und pessimistische Energien könnten für Unwohlsein sorgen. Der im Zeichen Fische fortschreitende Mars wird sich mit dem Neptun vereinigen. Introvertierte Energien, emotionale Gekränktheit und Enttäuschungen könnten ans Tageslicht rücken. In den Stunden am Morgen und Nachmittag könnten Sie sich mit melancholischen Gefühlen auf Themen der Vergangenheit konzentrieren. Heute wird die Sonne in das Zeichen Wassermann übergehen. Soziale und gesellschaftliche Belange könnten in der kommenden Phase auffälliger werden. Am Nachmittag um 15 Uhr wird der Mond in das Zeichen Wassermann übergehen und um 15.14 Uhr ein Neumond im Zeichen Wassermann aufgehen. Mit den frischen Energien des Neumonds könnten wir uns auf unsere Zukunftsziele und Ideale konzentrieren. Während Freundschaften und Gruppenarbeiten in den Vordergrund rücken, werden wir uns hinsichtlich neuer Unternehmungen enthusiastischer verhalten.